Alliteration. Odo Fröhliche. So funktioniert Alliteration. Ja, Peter, alles klar. Alles klar. Ich habe überhaupt nichts bisher eingetragen, weißt du? Dann ist alles hier, ich komme überhaupt nichts auf irgendwas. Oh, ich habe eine Idee. Oh nein, jetzt habe ich sie nicht mehr eintragen können. Alles klar, alle haben Olaf schon mal. Videospielcharakter. Nein! Ach, die Hängepflanze, Alter, was bist du für ein Wichser hier? Bam, weg, die Scheiße. Ja, was? Heilpflanze oder was? Husteblume. Haschischpflanze. Weißt du, das sind auch. Die ganz am Arsch, wenn die Hängepflanze. Johnny ist schon wieder am Divo. Die Husteblume, Alter. Die finde ich aber geil. Ey, Haschischpflanze ist ja wohl safe, ja, Digga. Haschischpflanze? Haschischpflanze, ja. Die Haschischpflanze ist ja wohl ganz klar, heißt Hanf. Ja, warum nennst du es nicht Hanf? Ich lass es gelten. Ja, das ist halt ein Synonym. Ein Synonym. So, ich möchte mal ganz kurz sagen, ja. Ja, Freunde der Sonne, ja. Ich habe euch mal kurz einen Link geschickt, ja, über das Spiel Herbert. Von dem Entwickler. hier AMC-Verlag. AMC-Verlag. Und ja, Herbert, das, ja, gibt's sogar ein Sequel, Herbert. Herbert und seinen Freund Oscar, ja. Also jetzt mal ganz, ganz entspannt bleiben, Freunde. Fick dich wieder, als wenn du das gewusst hast. Herbert 2, ey. Der hat nicht gespielt. Was? Oh, das war ich. Hella Lunke. Hupner Hofner ist auch nice. Weißt du, so eine Scheiße fällt mir ein. Es gibt Hundemon, wirklich? Hundemon gibt's. Hundemon. Tatsache. Wow, den sind aber es auch gibt irgendwann auch die Namen aus. Es gibt auch Hunduster. Weiter. Oh Gott! Was? Für manche Leute war das bestimmt Hitler. Das ist schon niemals Kindheitsheld. Für manche war. Hallo! Never ever, Digga! 1930 war mit Sicherheit Kindheitsheld für manche Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ja, da hast du sogar tatsächlich recht, okay. Meiner Meinung nach. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich hab meinen. Also, dass das nicht mein Kindheitsheld ist. Ich hab meinen Weg. Und Sexsymbol, ja, okay, ist der auch damals gewesen. Das stimmt sogar. Mit seiner geilen Bart-Hipster-Frisur. Ja, das ist genau. Fett Dad, ja, was? Fetter Dad? Wer heißt denn mit Vornamen Fetter Dad? Dort, das ist der ganze Witz, Name. Der erste Gewinn vom Lotto. Erster Kopf vom Lotto gewinnt Dorsch einen großen. Dorsch einen großen! Ich hätte gerne einen Dorsch. Einen großen, ja? Wieso hast du nicht einfach Dorsch geschrieben? Ich hätte gern Dorsch einen großen. Ja, Dorsch! Einen das großen. Muss man Komma zwischen! Ja, Rechtschreibfehler haben wir gesagt, sind nicht so wichtig. Ja. Abbinden. Arschloch mit Folie vollstopfen. Also, wollen Assi sein, ja. Was haben wir? Andromeda, Alien, Armageddon. Okay, vaginales sind nur Anal-Oberhaupt ist kein Vaginal. Ja, klar, über dir drüber. Hallo, Anal über dem Anal. Never ever ist Anal. Ja, fick dich, Alternative so zum Arschloch zählt auch nicht, dann leck mich doch. Ja, wenn das jetzt so wieder losgeht. Trotzreaktion, kann ich auch ja, nicht für. Ja, das ist Anal nicht. Warum denn nicht Anal überhaupt? Das thront überm Anal. Überm Anus. Das ist doch voll die Perspektive, weißt du, wenn die Frau sich umdreht, dann thront es nicht mehr über dem Anal. Ja, dann ist es halt das Analunterhaupt in dem Sinne. Ja. Ja, das ist doch lächerlich, Mensch. Das ist doch lächerlich. Das macht dir extra nur, mich zu ärgern. Anna ist zweimal Freund. Doch, das macht dir extra nur, mich zu ärgern. Anna ist zweimal Alter, das ist Analoberhaupt. Oder deutsche Wörter, die quasi zu was Englischem gemacht sind. Also, ihr wisst ja, was ich meine. Eigener Pornoname mit J? Was war Anglizismus? Scheiße. Wenn das vorne hinten gleich ist, ne? Na! Alter, what the fuck? Alter, echt jetzt? Ja, sag mal. Anglizismen sind doch quasi verenglischte deutsche Wörter oder englische Wörter, die wir im Deutschen benutzen. Eigentlich so eine Mischung aus englischem und deutschem Wort. Okay, die Pornonamen. Jutta Stecher, Jack der Stecher, Jesus Christ. Jesus Christ, was ist das für ein Pornoname? Nee. Warum nicht? Nee, tut mir leid, das hat überhaupt nichts mit Porno und allem zu tun. Warum nicht? Reimt sich auf Tasse Judengasse. Jugendgasse. Oh, der Judengasse. Sehr gut, Peter. Die Judengasse, wer kennt sie nicht? Oh, Scheiße. Ja, dieses Spiel holt immer das Schlechteste aus einem raus. Tja, Peter, war leider nicht so gut. Aber gutes Ding, Jay. Jugendgasse ist ein gutes Ding, finde ich. Fliegende Autos ist ja wohl mal sowas von raus, Alter. Für
definitiv. Was erfunden werden müsste. Du hast echt fliegende, das war dein Ernst? Und Spaß, fliegende mit Vögel. Ich habe an Vögel gedacht und dann habe ich gedacht, nee, Vögel kann man ja nicht erfinden, irgendwas, okay, dann... Wie hast du dein Studium geschafft, ey? Alter, das darf echt nicht wahr sein. Ich bin nicht geflogen. Leg mich am Arsch, ey, fliegender Auto. Ey, Van und Viewer lustig. Sind beides voll die guten Dinger, finde ich. Oh, Leute, ich habe echt Veranda stehen lassen. Veranda! Verlassen reimt sich übrigens nicht. Ich hatte Veranda, ich hatte an Terrasse gedacht, weißt du, und hab erstmal so, okay, Veranda, und hab das getippt, weißt du, und ich hab's nicht mehr weggemacht. Aber Sam ist nicht dein Ernst, verlassen auf Tasse. Verlassen. Nee, das reimt sich auf jeden Fall. Tasse verlassen, ey, ist auf jeden Fall ein richtig geiler Dichter, Sepp. United? Ja, United verwendest du aber United auch. Ist definitiv ein Wort, das auch bei uns im Sprachgebrauch vorkommt, ja, finde ich. Ja, okay. United. Du kannst mit einer Gabeluhren reparieren, das ich aber ja, sehen, klar ey. Kann ich das mit einer Gabel. Ich zeige euch aber nicht, wie das wie geht. Wie soll das denn funktionieren? Unge die Haare! Also, wie? Das gibt extra Punkte. Informatiker-Kostüm. Nice. Informatiker-Kostüm. Kannst du mal bitte kurz den klischee-mäßigen Informatiker beschreiben? Auf jeden Fall. Wir blenden an dieser Stelle kurz ein Bild von Domi ein. Ich dachte, das könnten wir als indisches Cowgirl irgendwie einblenden, eher. Was ist denn ein Hinrichtungsapparat? Eine Guillotine oder so. Was ist das wohl? Das weiß ich auch nicht. Christa, warum könntest du das warum erklären? Ist denn da Steuerverschwendung? Weil wir keine Hinrichtung in Deutschland haben. Oh, ja, haben was wir für eine ja. Frage, Alter. Haben wir dann ja direkt. Mann, dann hat der echt Hitler geschrieben, ey. Scheiße. Wow, du hast noch extra oben. Ja, oben, aber ich dachte halt, du bist nicht so schnell wie ich. Diese Logik dahinter. Ja, und Spaß, Alter. Wahrscheinlich hat er einfach, da schreibe ich besser nicht Hitler und dann schaltet er wieder auf Durchzug. Bis aus dem Arsch, weil Hitler. Hitler an jemanden kommt. Ich hab kein Essen, weil Hitler. Ich denke mal, wir kacken an Hitler. Hallo, Hitler passt du was ist das überhaupt jetzt hier? Dinge, Hitler. Die man nur mit Kindern tut? Alter, Hitler, du hast einfach nur überall Hitler reingeknallt und fertig ist der Ganze. Kinder schlafen. Kannst du mir mal bitte ein Video davon machen? Es gibt ja Hitler. Gibt ja Twerken und all so ein Kram. Ich würde dich gern mal Hitler sehen. Aber, aber bitte mit Kindern auf dem Spielplatz. Nee, die müssen doch schlafen. Ihr wisst doch, was Hitler ist. Was? Nee. South Park. Oh, wer ist denn Jupiter Jones? Jupiter Jones. Jupiter Jones. Jupiter Jones. Ich kenne nicht. Das ist eine Band. Das ist ein Sänger. Eine Band. Das ist eine Band. Oh, lol, das ist eine Band. Das ist keine wichtige Person. Lol, scheiße. Das ist halt eine Band. Band ist keine einzelne Person. Ich dachte, da wäre so ein scheiß Spasti. Okay, keine Ahnung. Soll er auf. Nein! Sie fragt ja, Fick raus. Warum das denn? Terminator zählt aber Tittenfick nicht? Ich finde Sebastian Tittenfick Lenzen eigentlich ganz lustig. Nee. Nee. Was, wenn Jesus nicht vor mir stehen darf? Und ich dann nicht. Was sind denn Tacos? Oh, Peter, was hast du da wieder für einen Roman geschrieben, ey? Tantieme für die enge Kinder der Staatsoberhäupter. Aber ja. Ich bin trotzdem mit Erster. Immerhin bin ich Dritter geworden mit 10 Punkten im Rückstand nur, ja. Bis ganz weit abgeschlagen, ja, Jonathan Apelt, leider. Oh ja, das war echt... Der ist in dem Spiel aber auch einfach nicht so gut. Der konnte mir halt nicht so geile Namen geben. Der das Problem ist halt, dass man da nachdenken muss. Ja, das war. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Stadtland Fluss. Haut rein. Tschüss. Ciao.